Linda Zawakis konnte sich als Nachrichtensprecherin einen Namen machen. Doch hinter ihrem Erfolg verbirgt sich eine traurige Wahrheit. 8 Jahre lang war Linda Zawakis das Gesicht der Tagesschau. Souverän und zuverlässig präsentierte sie die Nachrichten und wurde so zu einem echten Star des deutschen Fernsehens. Doch hinter ihrer Disziplin und Ausdauer verbirgt sich eine dunkle Vergangenheit, über die sie nun sprach. Linda Zawakis. Nun spricht sie über ihre Jugend. Linda Zawakis hatte eine schwierige Kindheit. Das verriet die ehemalige Tagesschau-Sprecherin nun in der NDR-Talkshow. Mein Vater ist früh gestorben, und ich musste von klein auf an parieren und mithelfen. Ihre Eltern, Chrisula und Christos Zawakis, führten gemeinsam einen eigenen Kiosk im Hamburger Stadtteil Harburg. Dort musste Linda Zawakis gemeinsam mit ihren Brüdern Janis und Karalambos anpacken, als ihr Vater überraschend verstarb. Das heißt, ich habe die Zeit der Pubertät eigentlich gar nicht so erlebt, sondern ich war da schon erwachsen mit 14 und musste mithelfen. Weil sonst das ganze Konstrukt Familie wäre zusammengebrochen, erzählt sie offen in der Talkshow. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr half sie ihrer Mutter bei der Arbeit. Heute betrachtet Linda Zawakis diese Zeit eher kritisch, und von daher fehlt mir quasi diese Zeit. Sie hatte nie die Chance, ein richtiger Teenie zu sein und sich selbst auszuprobieren. Stattdessen musste sie stramm stehen. Doch das machte die heute 48-Jährige stark, wie sie in der NDR-Talkshow verriet. Sie ist aber für. Also sie schafft Disziplin, das ganze Leben. Das ist eine Basis, die bleibt.